Hundefels 1A. So musste man das früher nennen, wenn man auf dem Schulhof das Original, das erste Spiel aus der Serie getauscht hat. Jetzt ist Wolfenstein The New Order draußen. Wir spielen es auf der PS4. Bisschen unterrepräsentiert auf dem Kanal bisher, deswegen wollen wir das mal auf der Konsole, auf der PS4 spielen. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis von Christian, der mit mir das zusammen spielt. Hallo Martin, ganz wichtiger Hinweis für alle, die jetzt gucken. Uns wurde von mehreren Personen herangetragen, die ersten 20 Minuten sind voll scheiße, aber danach wird es richtig geil. Bleibt also dran. Also bin sehr gespannt. Also das Feedback, was es bis jetzt zu dem Spiel gab, ist viel besser, als ich es mir überhaupt hätte vorstellen können. Von daher, I hope to get my mind blown. Ich habe es nochmal erzählt, eben bei diesen berühmten, berüchtigten Vorgänger. Und insgesamt wurde die Serie ganz schön runtergewirtschaftet. Ja, ja. Aber das soll richtig gut sein. Wir sind gespannt, wie es wirklich wird. Fortfahren. Wir spielen natürlich die deutsche Version. In Deutschland kann man gar keine andere Version spielen. Die gibt es auch nur mit deutschen Sprachausgabe und deutschen Texten, weil da ja alles umgebaut wurde. Ich finde schon das Menü cool. Geh mal auf die anderen. Mach mal die anderen Schwierigkeitsgrade durch. Das ist ja ganz ein klassischer Bestandteil der Wolfenstein-Serie, solche früher, dass unten das Gesicht sich auch mal verändert hat, je nachdem, welchen. Die meisten werden es wahrscheinlich eher von Doom kennen. Ne? Ja, das war damals mit angefangen. Und Bring It On, das sind auch die typischen Schwierigkeitsgrade, die es gab. Ich denke mal, wir spielen auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Ja, gucken wir mal an. Wenn du ein neues Spiel startest, ja, das ist alles okay. Und los geht's. Get psyched. In meinem Traum rieche ich ein Barbecue. Ich höre Kinder. Einen Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Oh, das ist für ihn Nacht. Oh, Scheiße. Mach mal ganz kurz Pause. Pause? Martin ist übrigens vollkommen überfordert vom PS4-Gamepad. Ich hab selber noch nicht auf der PS4 gespielt. Ich wollte nur mal sicher gehen, dass ich jetzt nicht irgendwas Falsches drücke. Mach doch kurz in den Optionen die Untertitel an. Ich glaube, die braucht es nicht. Für alle, oder? Fälle. Ich hör, wir spielen es hier recht leise. Ich höre es sonst nicht vernünftig. Na gut, dann machen wir für dich. Ups. Steuerung, hast du den Schwierigkeitsgrad jetzt geändert? Alle. Nee, ich hab's auf Lass sie nur kommen. Ja, dann weiter geht's. Blaskovic, nach hinten schnell, machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor 6 dicht, schnell! Okay, schnell nach hinten und die Treibstoffleitung dicht machen. Wir sind der altbekannte Held der Serie. Wie kann ich mich denn ducken? So. BJ Blaskovic. Blaskovic. So. Das ist die Taste links. Ja, ich drücke die gerade schon. Ich drücke gerade das Viereck, finde Werkzeug. Ah, da habe ich nicht aufgepasst. Okay, jetzt muss ich noch Werkzeug finden. Ah, das Flugzeug stürzt ab und hier finde ich ein Werkzeug. Ganz entspannt. Wenn du irgendwo Werkzeug siehst. Schau mal, da vorne liegt irgendwo Werkzeug. Geh mal nach vorne und dann nach rechts. Wow. Nee. Das geht ja schon gut los. Du kannst übrigens auch mal aufstehen. Das Werkzeug liegt hinter dir. Da war eine Bildschirmanzeige. Schau mal, sieh mal im Schrank. Martin kriecht durch den. Ich stehe halt auf, wenn es besser geht. Ja, hinter dir. Da ist doch die Anzeige. Das war doch diese Raute. So, alles einstecken. und hinten brennt es schon. Auch geil, der eine ist blind, der andere ist taub. Das kann ja nur gut werden. Der hält aber ordentlich was aus. Alles rausschmeißen. Wir hatten da gerade abgeschlossen in der Zwischenzeit. Ja, damit wir halt nicht auf die Idee kommen, da zurück. Bei uns da zurück. Aber hier war doch noch gar nicht 9-11. Oh. Weg damit! Wow. Zack, alles wegschneiden. Uncharted-Moment hier, oder? Ja, fast. Auf der anderen Seite waren noch welche. Da vorne. Hier. Zack. So, weg mit eurem Scheiß. Ja, cool aus, wie die Planen auch wegwählen.
und zurück ins Cockpit. Da bin ich unterschiedlich eh nicht ganz schlecht, aber den wow. auch so schlecht versteht. Ja, alles klar da hinten. Jetzt hab ich wieder aufgemacht, nett von ihm. Wie, hier gibt's Autoheilung? Oh. Zum Teil. Oh, cool. Boah, was sind das für geile Jäger, die bösen Jungs da haben. Ich würde ja sagen Nazis, ja. Aber das ist ja die deutsche Version. Und da gibt's ja keine Nazis. Da gibt's keine Nazis. Da gibt's keine Nazis. Ups, kann ich nach links. Komm, die drehen auch gleich wieder von links an. Die sind nach da ausgewichen. Na Junge, nicht übermütig werden. Die heißen hier irgendwie das Regime. Echt jetzt? Ja, die mussten es ja austauschen. Deshalb gibt es ja auch in der deutschen Version keine englische Sprachausgabe, weil da bestimmt irgendwann auch Sachen gesagt werden, die man nicht sagen sollte. Und natürlich jede Menge Zeichen drin sind, die man vielleicht nicht unbedingt zeigt. Ja gut, aber dass man jetzt Kreise dass man die und halt Blöcke nicht zeigt, so. Ist ja okay, aber das sind ja trotzdem... Wir bleiben aber Nazis, oder? Ja, natürlich. Es macht ja viel mehr Spaß, Nazis virtuell zu erschießen. Wow. Ach, aber schön synchron hier. Schießt auf alles, was oder? Sich bewegt hier. Das sind unsere. Ja, natürlich. Drauf kommt sich an. Jetzt weiß ich, was die Leute meinten mit, man muss erstmal die ersten 20 Minuten überstehen. Fabian Siegesmund, dem wäre jetzt schon der Kopf geplatzt. Der hasst ja diese Moorhuhn-Shooter-Sequenzen. Ja, der hat sich ganz doll aufgeregt. Das fand er immer ganz schlimm. Ich finde es jetzt okay. Mein Gott, dass es nicht zu lange geht. Es kracht wenigstens ordentlich. Wow! Der Tod klopft wieder an. Er ruft mich. Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Gottgütiger! Oh. So, das Medkit nehmen. Ich brauche wahrscheinlich wirklich die erste Folge, um mit dem PS4-Game mit einmal klarzukommen. Ich bin ja, wenn Konsolenspieler, dann eher Xbox. Schau dir mal ein bisschen um. Die fliegen aber auch eng. Das ist halt eine enge Formation halt, ne? Uiuiui. Boah, wie nah ist denn der hier vorne dran? Okay, Hebel neben die Lampen. Ist das hier im Cockpit? Ja, da an der, da. Nee, geh mal ein Stück zurück. Nee. Hier rechts neben der, glaube ich, war der. Nee, weiter rechts. Jetzt ein bisschen hoch. Aber ich dachte, an der Tür könnte man irgendwas machen. Ich habe ja auch keinen richtigen Auftrag. Ich glaube nicht, ich habe was ich hin erzählt. Ach so. Ich bin ein ganz beflissener Soldat. Ich will das ja gleich machen, wenn ihr mir was sagt. Ja, Sir. Sofort, Sir. Würgen Sie sich selbst. Oh. Schau mal ein bisschen, was da so los ist draußen. Ja, es geht alles vor die Runde. Der verliert hier ganz schön Dreck. Das kann nicht so gedacht sein. Ja, ausgucken. Wenn du mal was sind das für geile Flugzeuge? Sowas gab es doch gar nicht, oder? Schau mal hier, siehst du das hinten mit zwei ja. Heckflügeln? Das ist gar keine Dokumentation hier. Das ist gar nicht echt passiert. Also, in echt gab es ja auch Nazis. Gutes Licht. Ja, Glasgow okay. Steigt aus. Okay. Boah, wie weit geht's denn da runter? Kann auch nichts machen. Ach, der steigt ins andere Flugzeug. So, mit Anlauf rausspringen. Rennen Sie schnell, so schnell Sie können, und dann springen Sie. Oh. Okay. Ja. Herr Lee. Ah! Ups. Naja. Das war übrigens nicht L2, was da stand. Da stand L1 drücken und losrennen.
Ach, das hat nicht funktioniert. Sir. Oh, Quatsch. Jetzt kommen die Dialoge. Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Die Gesichter sehen irgendwie ganz cool aus, oder? Also, ist nicht der Hammer, aber seins. Besser als gedacht. Die Augen sehen ein bisschen komisch aus. Ja, seine sahen auch ein bisschen komisch glasig aus. Aber die sind wahrscheinlich alle voll auf Droge. Wahrscheinlich. Anders kann man Krieg auch nicht geil finden. Die finden das auch nicht geil. Die machen nur, was sie machen müssen. Erinnert ein bisschen hier an den Anfang von Brothers in Arms 3. Achso, das Flugzeug. Oh, was ist hier los? Gott sei Dank sind sie hier! Wollen wir mal löschen? Hallo, ne? So, so halb draußen. Ach, schauen wir einfach raus. Wenn wir das Unglück nicht sehen, wird es schon nicht passieren. Wow, 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 wow. Ja, flieg halt nicht direkt dahinter. Ach, Papalabab. Oh, oh, da vorne ist die Küste. Das ist bestimmt Regimeland. Echt? Was war denn überhaupt das Ziel ihrer Kunst? Einfach war es eine Bombermission oder was, die jetzt so fantastisch schief geht hier? Naja, ich glaube, das ist tatsächlich recht oft passiert, dass es durchaus nicht so gut gelaufen ist. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Oh. Okay. Metallodog. Deswegen sind Nazis auf dem Vormarsch, weil die hier solche Maschinen haben. Die bescheißen. Nicht mit uns. Aber immer schönes Wetter. Melde dich per Funk, das ist unser neues Ziel. Achso, da brauchen wir wahrscheinlich das Funkgerät, was hier drin ist. Da ist es. Fergus, wie ist Ihr Status? Peskovic, bei uns hier ist die Kante am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blasco, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie! Blasco, sehen Sie das Licht? Wild, Private das Licht Wild. Yes, Wild. Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleine Waffen können dem nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Na dann. Ist alles sind das, klar? Sind das Robo-Blondies? Das klappt schon mal nicht. Warte mal. R3, Kisten aufzubrechen. Ja, zack. Siehst du Kiste? Okay, ist eine andere Taste. Ui, dass man eine andere Taste dafür braucht. Wuffi, wir gehen hier lang. Nee, gehen wir nicht. L3 plus Kreis, um mit Anlauf durchzurutschen. Aber L3 ist dann ja tatsächlich der Stick. Also wir sind noch innerhalb der ersten 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir das gerade im Spiel anlassen können. Also die Steuerung, weiß ich nicht, ist noch nicht ganz so intuitiv. Schau mal. Du meinst, da fehlt die große Gewinntaste? Die haben auch so eine große Taste in der Mitte des PS4-Gamepads. Stimmt. Ich bin gespannt, ob irgendwie auch mal Funk übers Gamepad kommen wird. Ha! Klappt. Wie ein Boss. Aber das ist ja das Coole am PS4-Gamepad, das hat ja so einen Lautsprecher drin. Wie die Sweet. Wie Sweet, genau. So, und wenn wir unter Wasser bleiben, habe ich sogar Bonus-HP gerade. Geil. Das kennt man noch aus Quake. Ich wollte gerade sagen, beste Quake-Zeiten.
oder irgendwie andere It-Spiele. Und nicht ID, Leute. Ist aber auch nicht schlimm, wenn man das nicht weiß. Man, es gibt immer wieder Leute, die das verbessern wollen. Du alter ich hatte Schleimer, jahrelang, du Schleimer. Nee, mir ging es auch jahrelang ja, auch ja, so. Ja, 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 ja. Mir ging es ja jahrelang so. Ging das nicht vorher nicht so? Ich wusste das halt nicht. Dann denke ich immer so, ha, ich kann Englisch. Die ganzen Deppen. Wow. Die ganzen Deppen, die man nicht sagen. Soll ich mal hochspringen? Ich springe mal hoch. Guckst, ne? Das heißt ja nicht ID. Geil. Okay. Wie von Identification oder so. Alter. Ist das IT? Boah, geil, auf sowas stehe ich ja. Auf Nazi-Roboter. Vom Freund. Nee, Entschuldigung, ist das ja. Du hast gerade so erklärt. So, jetzt sind wir hier in dem anderen Flugzeug. Der Plan ist ganz gut aufgegangen. Hat ganz gut geklappt. Also, es ist halt It-Software, um das abzuschließen. Lange Rede, kein Sinn. So, töte die mechanischen Bestien. Das ist ja wohl mein einfaches Ziel. Dann klöppeln wir die einfach mal schön weg. Oh. Komm her, Blondie. Tschüss. Ja. Da hätten wir jetzt, haben wir schon die zweite Rail-Shooter-Einlage. Aber wie gesagt, immer noch die ersten 20 Minuten. Triff dich mit dem Team. Ich gehe jetzt hier extra mal lieber nicht so nah an irgendwelche Wände ran. Ich gehört, dass die Textur natürlich scheiße sein soll. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute, bereit machen für Deckungsfeuer. Sieht gar nicht dumm aus mit dem Headset. Auch nicht viel dummer als so vorher. Jetzt aber mit der richtigen Renntaste hier mal durchgestürmt. Ja. Ah. Lauf, BJ, lauf! Ab ins Loch. Also war die Renntaste den Stick reindrücken. Ja, den Stick runterdrücken, genau. Das hasse ich ja. Ja, das finde ich auch nicht gut. Ich finde, das ist immer. Nervt. Ich finde, weil dadurch wird das unpräziser, ja, weil du halt Druck ausübst auf den Stick und kannst unpräziser rennen und dich bewegen, wenn du halt den Stick gleichzeitig reindrücken musst. Deswegen, ich finde es in den meisten Spielen ist es ja dann einer der Schultertasten oder der Trigger zum Rennen. Hier, guck mal. Baltisches Auge. Patrouillengebiet. Geil. Baltisches Auge. Ja, Nazis bauen die krasse Roboter. Ihre Bunker mit hübschen Texturen voll klatschen machen sie nicht. Aber ist ja nicht so schlimm, dafür erschießen wir sie einfach. Da oben. Oh, was haben die denn hier geiles? Robo-Gun. Wie kann ich das ausschalten? Also eine Granate würde ich halt reinwerfen. Ne? Achso, warte mal, er hat gerade gezeigt. Ich gehe mal lieber nicht so nah hin. Besser, wenn man eine Granate wirft. Ha! Hat sich ausgegranatet. L1 gedrückt und bewegen mit L, um dich herunterzubeugen. So. Warte mal. L1 gedrückt halten und mit links bewegen. Dann beugt er sich wohl runter. Aber ich... genau so. Du hast dich jetzt normal geduckt. Das ist ja witzig, wie viel Bewegung dann auf dem Stick auf einmal liegt. Seltsam, ne? Die Frage ist, wohin? Irgendwie auf dem Bild guckt der irgendwie dann unten ja dann und schießt einem die Füße weg. Ach, warte mal. Genau. Ach, guck mal, so weit kann er runtergehen. Ja, das ist ja witzig. Ja, wir nähern uns ja auch langsam der 20-Minuten-Grenze, von daher, es wird schon besser. Wow. Aber immerhin Blut haben sie drin gelassen. Finde ich schon mal gut. Sturmgewehr 1946. Sehr gut. Ja, offensichtlich alternative Zeitlinie, denn wie ihr euch vielleicht aus dem Schulunterricht erinnert, endete der Zweite Weltkrieg natürlich 5 Jahre vorher. Nee, Quatsch. 45, richtig. Aber da hatten die Nazis halt auch zum Glück hier nicht so eine komischen Superwaffen. Kann man froh sein, ja. Das ist schon wieder eine andere Waffe. Sehen sie aber recht ähnlich.
Und jetzt kann ich mich hier so raus wagen. Wie machst du das? Indem ich L2 gedrückt halte und dann so zur Seite gucke. Also ich könnte mich auch hier runter. Also unten dann raus geht nicht mehr, geht dann in so einen Bogen. Das finde ich ja erstaunlich, dass das Spiel sowas hat. Weil ja immer in jeder zweiten Überschrift stand ja drin, der Oldschool-Shooter. Und da ist ja wohl Deckung gehen. Ist ja was für Mädchen. Finde ich aber gut. Mädchen. Ja, bin ja so ein, das auch, aber ich bin ja so ein Feigling im Spiel und ich gehe ja, verstecke mich ja gerne. Setz dir einen Helm auf. Genau. So, weiter geht's jetzt hier. Da könnte auch mal ein bisschen mehr Rüstung als immer nur 5 drin sein. Ja, aber setz dir ja, was ich jetzt, wie viele Helme auf? Der sieht bestimmt total lustig jetzt aus. Also 3 Helme was, auf. Was, die haben 15 Helme auf, was ist denn da los? Vielleicht schneidet er sich auch überall den Körper ran. Warte mal, schießt da jemand? Ach, da ist einer. Ein Nazi. Das muss bestimmt so. Hallo, hallo, Kugel. Ja, das Spiel ist halt, wird nächste Woche fertig programmiert. So. Falls ihr euch fragt, also ist der Day One Patch schon drauf. Also jetzt hier. Ha! Siehst du, der hat Pause gemacht. Weg. Sag mal, sind wir hier nicht gerade. Waren wir hier nicht gerade? Moment mal. Ah, nee. Sieht halt ähnlich aus. Ja, aber es ist ja so. Ja, die sind ja. Formadino auseinander. Wie von Ikea. Alle von der Stange. Die würden sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit den Bunkern. Wir müssen individuell mal einrichten. Nicht immer so alles. Wie würden denn Bunker bei IKEA heißen? Oh, warte mal, hier liegt irgendwas. Eine Karte. Oh, guck. Ah, okay. Ach, das ist ja cool. So viel Bewegungsfreiheit hat man dann doch noch. Mal schauen. Und da hinten sind irgendwelche interessanten Sachen. Aber es war damals auch so, mit Schützenkrieg hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel Bewegungsfreiheit. Sich die Leute auch mal beschwert. Was ist das denn? Wie sieht das hier aus? Alles sieht gleich aus, möchte woanders lang gehen. Aber war das nicht eh, das war ja einer der Hauptbeschwerdegründe von den Nazis, oder? Die brauchten doch immer irgendwie mehr Raum. Die waren ja so Open-World-Fans. Ja. Mehr Lebensraum. So kennt man sie. Dagegen dann doch lieber Schlauchlevel. Die haben auch so cool blau leuchtende Superanzüge. Ich weiß nicht, so ein bisschen, als würden die mit Elektrowaffen rumkämpfen, aber. Man sieht jetzt hier auch nur normale Waffen. Gesehen, dass irgendwas mal davon. Ja, außer dass sie nicht schön blau leuchten und leichter zu sehen sind, hat es noch bisher nicht viel gebracht. Oh, ja, da hört man schon einen. Oh, so ein, das ist ja immer so lustig, wenn die diese leuchtenden Anzüge irgendwie anhaben, wo du dich auch so fragst, ihr habt es mir jetzt gerade leichter gemacht, euch zu treffen. Warum haben sie den Mechanohunden eigentlich noch so einen Bellen eingebaut? Damit die Deutschen sich wohler fühlen, wenn der Hund richtig ist. Wow. Ach, guck mal, hier ist nochmal ein anderer Hund. So ein richtiger, halb richtiger Hund. Kybernetisch, Cyber. Ein Cyborg-Hund. Augmented. Ja. Also, was hätte Kommissar Rex auch gern gehabt? War aber zu teuer. Ha, Kopfschuss. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen. Ich stehe hier so immer völlig frei. Aber wir haben ja begrenzt Lebenskraft und begrenzt. Was ist das denn? Munition. Na gut, Munition ist normal, aber auch begrenzt Krempel. So. Das weißische Auge. Müssen wir mal gucken, wie das mal ausschalten kann. Ah, hier. Zack. Aber, Muss ich mal gestehen, das habe ich oft vorher gelesen, so dass das sogenannte Run-and-Gun-Feeling, also rumrennen, rundrum ballern, ja so cool sei. Wollte ich nicht so ganz glauben, ist aber so. Fühlt sich echt genau richtig an. Also. Ja, aber mein Gott, so Mechanik und so, das ist halt, was die eigentlich können. Sie, ne? Ja. Das ist halt ihre Stärke. Wenn sie das halt irgendwann so verkacken, dann können sie auch gerade mal ihren Laden zumachen. Dann könnten sie auch Rage veröffentlichen. Ach, Moment, haben sie ja. Wird auch wieder schlecht mehr davon kommen. Das Schießen können sie ja immer. Ja, aber da war es echt nicht, also da hat gar nicht so richtig funktioniert. So. Wie viel Munition liegt denn hier noch? Ach, guck mal, das sind auch irgendwie andere Munitionstypen. Alles eingesteckt. Da würden sich jetzt manche wieder freuen, die ja sich immer beschweren, dass die Soldaten uns ihre Waffen nicht fallen lassen, ihre Munition. Das kann man hier wirklich nicht sagen. Der ganze Scheiß liegt hier überall rum. Meinst du mit manche mich bei Last of Us?
Habe ich jetzt stimmt. Immer die letzte, ja, die letzte Kugel. Also, ey Leute, ihr zählt die doch ab. Schleich dich heran und drücke R3, um einen Gegner zu irgendwas. Okay, den kriegen wir auch noch. Gewalt soll übrigens nicht verdingst sein, gelindert sein in der Version. Also nur leider keine Nazis. Nee, sowas sagen wir lieber nicht. So. Ich weiß nicht, was das Blaue jetzt soll, das blaue Geleuchte. Ist das hier eigentlich die E-Tech? Würde ich von ausgehen, warum sollten wir bloß was anderes verwenden? Ah, stimmt. Das ist ja ein bisschen seltsam. Die geben noch große Stücke auf ihre Engine. Aber immerhin diesmal dynamisches Licht so ein bisschen. Ja. Das hatten sie ja bei Rage irgendwie ausgeschaltet. Ist hier noch was? Ach nee, Limit erreicht. Sind schon voll wie immer. Voll wie ein Eimer. Hier war noch was? Wie viel Zeug liegt denn hier rum? Das ist ja der Hammer. Sind aber auch so, die Nazis sind aber auch so kleine Schlamperl, oder? Lassen überall es liegen, räumen nicht auf. So, oh, schaut den Kommandanten aus. Ist erstaunlich wenig los. Von der anderen Truppe sind nicht viele übrig geblieben. Ich muss jetzt hier einen auf Schleicher machen. Der fuchsig. Ja, Leute, Chefchen ist schon mal weg. Und du bist der Nächste. Aber ja. Zack. Also es gibt schon mal gleich gestrichenen Sold. Die schlafen ja hier alle. Ich gucke in die falsche Richtung. Ich wollte gerade sagen, das war doch im Vorschauvideo von Kollegen Stange so geil, dieses, wo er gezeigt hat, dass die Soldaten immer irgendwie in die sinnloseste Richtung gucken, die sie sich aussuchen können. Hier, er bewacht halt das Treppenhaus nach innen. Es ist halt ganz schön hypnotisch da geil. Hinten, was sich da dreht. Der Ventilator, da würde ich auch schon mal eine Weile hingucken. Großartig. So. Und die schaffen es bis 46. Was ist da los? Was jetzt? Bombe benötigt. Ich glaube, wir jagen so. Das hier mal in die Luft. So. Ja, aber wo denn eine Bombe? Gucken wir uns mal um halt. Das ist ein Medikit. Moment. Wo sind wir denn? Wir sind da. Ach guck mal, da oben sind dann die Sachen. Finde ich auch erstaunlich, ne? Dass das so mit Objectives und so und also nicht so einen Weg vorgegeben, sondern auch mal ein bisschen gucken. Und dabei sind wir immer noch in den ersten 20 Minuten, auch wenn die ersten 20 Minuten bei uns natürlich ein bisschen länger. Massiv länger dauern. Ich glaube auch, diese nervigen Szenen, was sie meinten, sind wahrscheinlich diese Railgun-Einlagen gewesen. Ja, so. Aber ich glaube auch so diese Weltkriegsszenen, weil so viel dürfen wir spoilern, es bleibt ja nicht in der Zeitlinie. Es kann sein, dass es danach halt cooler wird. Oh, ich kann es noch Messer werfen sogar. Oh, wie ging das? Ah, okay. Grandios vorbei. Wie ist das auch mit R3 oder was? Guckst du in die falsche Richtung? Ja. Ich dachte, was die Nazis können, das kann ich auch einfach mal. Ich guck nicht in die falsche Richtung. So, Jungs, Schlafenszeit. Ich will ja nicht gewaltverherrlichend klingen, aber Nazis abschießen im Videospiel macht schon Spaß. Kann man nichts sagen. Gegner abschießen macht immer Spaß. Die anderen sind immer die Bösen, das ist das Praktische. Aber wenn es Nazis sind, macht es Spaß. Da muss man sich halt gar nicht fragen. Das ist immer gut, die anderen sind immer die Bösen. Von daher kann man, macht man alles richtig, wenn man die alle abschießt. Da ist die Bombe. So, ja, bleibt jetzt hier mal bei meiner großen Bleispritze. Um mal so ein ganz schlimmes Wort aus dem Spielejournalismus zu benutzen. Zack. Ich glaube, das war die falsche Stelle für die Bombe, oder? Nö. Oh, nicht hingeguckt. Schade. Tut mir leid. Haben wir nur eine Bombe? Hier ganz gerne hin. Da hinten ich schaue noch mal kurz, ob da hinten vielleicht noch eine ist. Beziehungsweise ob das... Vielleicht so ein Bonusziel ist halt, ne? Wenn man da noch die Raketen in die Luft jagt irgendwie. Braucht man auf jeden Fall eine Bombe, der sich ja beschwert, dass man keine hat. Vielleicht hat man ja, wenn man jetzt die eine aufgenommen hat. Das wollte ich gerade sagen. Mehr, eine einmalige. Jetzt ist aber auch die Anzeige weg. Ist das vielleicht so ein Weg oder den anderen? Hätte sein können. Hätte ich ja lieber den genommen. Ja, ich auch. Mann, Christian. Ja, aber woher soll ich denn sowas wissen?
Ah, es ist jetzt ich bin doch auch zum ersten Mal in dem Krieg. Jetzt Schluss aus. Jetzt alles, jetzt schon scheiße. Ich habe keine Lust kein Bock mehr. Nee, ich auch nicht. Ja, hör mal auf, oder? Den falschen Weg, genau. Ich würde sagen, reicht. Ist eh nur, ist alles total grau hier. Nee, jetzt reicht. Wir gucken mal, ob wir vielleicht doch noch weiterspielen. Nee, eventuell. Nee, komm, hör auf. Wenn ich den Christian noch überzeugen kann, gibt es eventuell eine zweite Folge. Aber es wird schwer. Also, mach's gut, bis dann. Ciao.